jeden Morgen, wenn ich aus meinem Zimmer komme, dann ist das hier diese wunderschöne Hotelanlage mit diesen außergewöhnlich rostbraunen und Neapelgelbtönen eine wunderschöne Bereicherung für den gesamten Tag. Hinzu kommt ja noch, dass ständig die Sonne scheint, ab und zu mal ein paar Wolken. Die Insel ist ein einziges reizvolles Erlebnis gewesen. Ganz besonders verliebt waren wir in Cittadella mit dieser wunderschönen Hafenanlage und der Lebendigkeit. Natürlich kommen auch diese außergewöhnlichen historischen Gebäude dazu, die auch alle in Kalksandstein, der etwas rostig schon war, und dann die grünen, wunderschönen Pinien und Palmen dazu. Das war ein außergewöhnliches Erlebnis. Noch dazu, dass wir ein wunderschönes kleines Lokal direkt über dem Hafen gefunden hatten, wo wir täglich unser Mittagsmenü eingenommen haben. Die Insel ist insofern begeisternd, dass man denn den Norden als eine völlig karge Mondlandschaft teilweise jedenfalls erleben kann. Und das Besondere wird sicherlich auch in Zukunft sein, über diesen Cami de Cavals zu laufen. Einen Pfad, der teilweise sehr steinig und felsig ist, wo man stundenlang in einer meditativen Stimmung von einer Bucht zur anderen wandern kann. Mahon ist auch eine unheimlich schöne Stadt, wo wir unser Pferdefest erlebt haben, ist aber etwas englisch geprägt und wir kennen es eigentlich noch nicht so gut, auch nicht diesen Teil des Südens an der Küste. Bei uns hier, diese Anlage ist eigentlich die reizvollste, haben wir festgestellt, wenn man hier wohnen möchte. Und ein täglicher Spaziergang zum Leuchtturm rundet oft einen wunderschönen Tag ab.